So. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer. Ist 18 Uhr, wie immer warten wir noch einen kleinen Moment, dass auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer eintreffen können, Platz einnehmen, sich einrichten im Technischen. Vielleicht ein Wasser neben sich stellen. Wir warten so lange noch ein bisschen. Freuen uns aber sehr auf den heutigen Abend und auch auf Sie und unsere Gästin. So. Genau, ich sehe, es treffen immer noch weitere Menschen ein. Im Analogen würde man jetzt das Stühlerücken hören. So warten wir noch ein bisschen und sehen die Zahlen noch etwas ansteigen. So, und ich glaube, dann können wir jetzt auch loslegen. 18:01 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem heutigen Abend. Mein Name ist Leonie Stamm. Ich bin verantwortlich für den Veranstaltungsbereich der Schwarzkopf-Stiftung und freue mich sehr, Sie und euch heute Abend willkommen zu heißen. Der heutige Abend findet statt unter dem Titel Paul Celan 100, Präsentation des Buches und Gespräch zum Leben und Werkes Paul Celan. Ich freue mich sehr, dazu unseren heutigen Gast beziehungsweise auch Veranstaltern begrüßen zu dürfen, Evgenia Lopata. Evgenia ist im Kulturmanagement tätig und in der Übersetzung und ist auch der Schwarzkopf-Stiftung schon seit langem sehr nahe. Sie wurde 2015 von der Schwarzkopf-Stiftung als junge Europäerin des Jahres ausgezeichnet. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dich heute Abend hier willkommen heißen zu dürfen. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch. Ich würde gerne den Anlass nehmen, ein paar Worte zu verlieren. Und zwar möchten wir ganz besonders gerne den heutigen Abend nutzen, um einer Person zu danken, die unsere Arbeit bei der Schwarzkopf-Stiftung großzügig unterstützt. Frau Dr. Lisa Groß, die genau wie ihr verstorbener Mann Berthold Zuckermann in Czernowitz geboren ist und aufgewachsen ist und heute Abend in unserem digitalen Publikum sitzt, worüber wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen. Als wahre Humanistin ist es ihr ein wahres Anliegen, junge Menschen dabei zu unterstützen, neue kreative Wege zu gehen, und vor allem, dass sie aus der Vergangenheit lernen, um unsere Gesellschaft positiv und neu und vor allem mit menschlichen Visionen auszustatten. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend bei uns im Publikum sitzen und heißen Sie herzlich willkommen und danken Ihnen vor allem für Ihre großzügige Unterstützung. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich jetzt auch noch, bevor ich an Evgenia übergebe, ein paar Worte verlieren. Und zwar heißen wir auch heute Abend ganz herzlich eure und ihre Fragen willkommen. Das geht wie immer über zwei Möglichkeiten. Einmal über das Frage- und Antwortfeld unten stehend im Bildschirm. Da können Ihre Fragen schriftlich eingereicht werden, die Evgenia Lopata dann gerne beantworten wird. Oder über die mündliche Variation. Da können Sie gerne den Handhebe-Button unten im Bild nutzen und dann werden Sie drangenommen. Dann kann man Sie hören, nicht sehen, aber hören und Sie können Ihre Frage mündlich stellen. Bitte beachten Sie bei beiden Variationen, dass der heutige Abend aufgenommen wird. Ich glaube, jetzt war es aber auch genug mit meinen Erläuterungen und ich übergebe an dich. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Vielen Dank, Leonie. Erstmal besten Dank der Schwarzkopf-Stiftung für die ganze Organisation dieses Abends. Mich freut natürlich, dass wir heute Abend auch, wenn digital, uns treffen können und über Paul Celan sprechen dürfen. Wenn wir schon da sind, denke ich, lohnt sich nicht, die Biografie von Paul Celan zu erzählen, das vermutlich alle hier Anwesende gut wissen. Ganz kurz, Paul Celan ist der weltbekannte Dichter. Er ist einer der bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts, der Nachkriegsliteraturgeschichte. Und er ist in Czernowitz geboren, da wo ich gerade bin, da woher ich komme, da wo ich arbeite. Unter anderem auch an der Bewahrung der Erinnerung an Paul Celan. Und auch diese Veranstaltung ist ihm gewidmet. Vielleicht sage ich ganz kurz was zu mir, warum ich hier sitze.
Mein Name ist Evgenia Lopata, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Czernowitz. Ich bin Kulturmanagerin, Übersetzerin und ich organisiere das Internationale Lyrikfestival Meridian Czernowitz, das jährlich in Czernowitz im September stattfindet. Und unter anderem ist das Festival natürlich dem Paul Celan gewidmet. Ich bin auch die Leiterin des Paul Celans Literaturhauses in Czernowitz und mache viele Projekte im Bereich Kultur. Das sind die Literatur-Kunstprojekte, die das Ziel haben, die Kulturbrücke zwischen der Ukraine und europäischen Ländern zu bauen und zu vertiefen. Deswegen bin ich in diesem Kulturbereich seit langem und dieses Projekt, das gerade jetzt läuft, dieser Abend, hat für mich eine besondere Bedeutung. Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes Paul Celan Literaturtage 2020. Also das Projekt habe ich letztes Jahr gegründet und freue mich, dass er trotz der ganzen Pandemie-Geschichte erfolgreich war. Schade, dass das Projekt mit diesen Veranstaltungsreihen endet. Aber ich bin dankbar, dass wir das Buch präsentieren dürfen, das eigentlich das Ergebnis dieses Projektes war, und zwar die deutsch-ukrainische Anthologie Paul Celan 100. Es wird um dieses Buch heute Abend gehen. Vor kurzem vielleicht möchte ich noch ein paar Worte sagen, was wir in Czernowitz außer diesem Buch für Paul Celan machen. Also neben dem Festival und dem Literaturhaus haben wir viele Kulturprojekte, die seine Person im Mittelpunkt stellen. Ich arbeite mit Paul Celan seit 6 Jahren und so im Großen und Ganzen spricht Paul Celan auch für mich eine persönliche Rolle und dieses Projekt auch, weil Paul Celan hat mein Leben bestimmt. Seine Persönlichkeit und sein Werk hat mich dazu geführt, solche Tätigkeit zu führen, die ich jetzt heute führe. Meine Bekanntschaft mit Paul Celan passierte in der 8. Klasse der Schule. Und zwar, ich erzähle diese Geschichte, weil in den Videos, die wir gleich anschauen werden, gibt es immer eine Frage an die Autoren. Wie war ihre Bekanntschaft mit Paul Celan? Ich möchte ganz gerne meine Erfahrung teilen. Das war die 8. Klasse der Schule. Und das war der Unterricht ukrainische Literatur. Und das war so ein Fakultativ am Ende des Semesters. Und man sollte einen Vortrag halten, und zwar über eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller aus der Stadt Czernowitz oder aus der Gegend Bukowina erzählen. Und man sollte einen ukrainischen Literaten auswählen und über ihn berichten. Ja, und meine Mitschüler und Mitschülerinnen haben so Klassiker der ukrainischen Literatur ausgewählt, wie zum Beispiel Olga Kobylianska oder Juri Fedkovic, die aus Czernowitz stammen, aber auch eine Reihe von anderen Literaten, die in der Gegend geboren sind. Und dann komme ich zum Unterricht und halte den Vortrag über Paul Celan. Meine Lehrerin hat gesagt, es sei sehr spannend. Als Note bekomme ich allerdings 2, weil er nicht der ukrainische Schriftsteller oder Dichter ist. Und das war für mich natürlich eine große Enttäuschung, weil in den Artikeln und in den Büchern, die ich durchgelesen habe, stand, er ist in Czernowitz geboren, also die Ukraine. Und das war für mich nicht verständlich, warum ich solche Note bekommen habe. Nach den Recherchen habe ich mal verstanden, dass er nicht als ukrainischer Dichter wahrgenommen wird. Und das war mir so schade, weil er so ein begabter Dichter war und irgendwie kennt keiner, zumindest in meiner Klasse und auch die Schullehrerin, seinen Namen nicht. Ich habe dann bei meinen Eltern gefragt, ob die seinen Namen kennen, und da war keine Antwort. Also das war, der Name sagte ihnen gar nichts. Und dann habe ich angefangen, die Recherchen zu machen und habe sogar gelesen, dass es in Czernowitz ein Denkmal Paul Celans gibt. Und das war auch spannend. Ich bin die gebürtige Czernowitzerin, war damals 15 Jahre alt, wohne so mitten in der Stadt und ich habe niemals sein Denkmal gesehen. Und da war so ein Quiz für mich, dieses Denkmal zu finden. Und ich habe dann sein Denkmal eben an einer Straße entdeckt,
Die eine Nebenstraße war zum Büro von meinem Papa, wo ich meine ganze Kindheit verbracht habe, in seinem Büro, nach der Schule Hausaufgaben gemacht und so. Und ich hatte keine Angst, dass das Denkmal Paul Celans 50 Meter entfernt, also okay, nicht 50, 250 Meter von mir entfernt ist. Und das war für mich eine große Entdeckung. Ich habe dann angefangen, seine Texte zu lesen, auch nicht zuletzt wegen der deutschen Sprache, die ich an der Schule lernte. Und Paul Celan war auch der Grund, warum ich zum Lyrikfestival Meridian Czernowitz gegangen bin. Als ich 16 war, war ich zum ersten Mal da am Festival und dann in einem Jahr habe ich die Leitung des Festivals übernommen. Und Paul Celan hat mich eigentlich zu diesem Festival geführt und das bestimmt, was ich heute mache. Das Projekt Paul Celan Literaturtage 2020, das war eine Residenz in Czernowitz für die Literaten, die an den Werken, also am Schreiben der Essays gearbeitet haben, die dieses Buch beinhaltet. Also insgesamt 14 Texte von 7 ukrainischen und 7 deutschen Autoren zum Leben und Werk Paul Celans. Wir werden heute 2 Autoren hören, die in diesem Buch ihre Texte vorstellen. Und ich möchte jetzt mal ganz gerne mit dem ersten Autor anfangen, nämlich ist das Juri Andruchowitsch, der ukrainische Schriftsteller, Dichter. Das werden Sie aber im Video sehen, da gebe ich eine Biografie auch. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir damit anfangen. Wie gesagt, nach dem ersten Video mache ich kleine Pause und dann kommen wir zum zweiten Dichter. Sie können inzwischen die Fragen im Chat schreiben, die werde ich beantworten. Und dann werde ich weiter mit Ihnen reden. Und jetzt schalte ich Juri Andruchowitsch ein. So, und jetzt geht's los. Доброго дня, дорогі наші глядачі та глядачки. Моє ім'я Євгенія Лопата, я кураторка проєкту «Літературні дні Пауля Целана 2020». Сьогодні я в Івано-Франківську, у гостях у Юрія Андруховича у підземному переході «Вагабундо». Юрію, я вас вітаю. Вітаю, добрий день. Сьогодні я беру інтерв'ю у Юрія з нагоди виходу німецько-української антології «Пауль Целан 100». Для початку хотіла би представити мого сьогоднішнього співрозмовника. Юрій Андрухович – поет, прозаїк, перекладач, есеїст, музикант. Народився 1960 року в Івано-Франківську. У 1985 році Юрій Андрухович співзаснував поетичну групу «Бубабу», яка одною з перших почала відновлювати в українській літературі карнавальні та профанальні традиції. Продемонструвала успішний приклад творення соціокультурного міту. Також Юрій Андрухович є одним із засновників постмодерністської течії в українській літературі. Він автор 6 поетичних збірок, 8 збірок оповідань та есе, 7 романів, найактуальніші з яких «Радіо Ніч», який побачив світ у 2020 році. Юрій Андрухович є лауреатом престижних українських та міжнародних премій, таких як «Ангелус», премія «Віленіце», премія імені Ганни Арендт, також здобув медаль Гьоте. Сьогодні ми із Юрієм презентуємо вам цю книгу, яка має назву «Пауль Целан 100». І, власне, Юрій Андрухович є одним із авторів есе, які представлені в цій антології, присвячені німецькомовному поету Паулю Целану, який народився у Чернівцях. Перед тим, як ми перейдемо до презентації самої книги і есе, я би хотіла запитати Юрія, по-перше, яким було ваше знайомство із Паулем Целаном, оскільки сьогодні він широко відомий, йому присвячуються книжки, фестивалі проходять, низка літературних заходів, але раніше, очевидно, він був не таким знаним в Україні. Як ви, як поет, літератор, познайомилися із творчістю Целана? Це було так давно. Це були часи, коли навряд чи ще можна було мене окреслити літератором. Тому що мені було 18, можна так уточнити, мені йшов 19-й рік. І, напевно, я вважав себе поетом. Це точно. Вважав себе поетом. Не просто вважав, я писав вірші. Але про це знали лічені люди, дуже близькі мені.
І ось 78-го року виходить чергове число київського журналу «Всесвіт». Це журнал, який для мене особисто, для багатьох людей мого покоління, особливо в ті часи, був чимось надзвичайно авторитетним. Тобто журнал, який присвячений цілком і повністю світовій літературі, так, літературам інших країн, мов, народів. І було це була сенсація насправді дізнатися, що у журналі «Всесвіт» публікують вірші поета не народженого не в Латинській Америці, чи десь у Франції, чи на острові Мадагаскар, а поета, який народився у сусідніх Чернівцях. І ось сенсація номер один була така, що можна народитися у Чернівцях і все одно стати частинкою світової літератури, не дивлячись на такий провінційний характер твого походження. А сенсація номер два була, звичайно, сила цієї поезії, її височенний рівень. І пощастило ще й в тому, що у тій публікації вірші Целана в українському перекладі були створені, ці переклади були створені власне видатними майстрами української поезії. Там були переклади Миколи Бажина, також були спільні переклади Мойсея Фішбейна і Марка Білорусця. Ну, просто ми знаємо чудово і близько знаємо Марка Білорусця як перекладача, зокрема, і целанівської поезії російською мовою. Ось. А в тій публікації «Всесвіту» було таке поєднання перекладацьких зусиль Фішбейна і Білорусця. Ось це дуже цікавий фактор. Ну, от, власне кажучи, так, 1978 рік – абсолютний такий початок мого знайомства із Павлом Целаном і мого вже нескінченного захоплення ним, його поетичним світом. З часом я дедалі більше всього дізнавався про життєвий шлях, про його, ну, можна так сказати, поневіряння післявоєнною Європою, от, про його ще страшніші поневіряння часів окупації, часів Другої світової війни. Так чи інакше, я з Целаном, можна сказати так, продовжую знайомитися дотепер. Тобто цей момент початку є, це 78-й рік, а моменту завершення немає. І коли минулого року я поїхав на резиденцію до Чернівців, власне, для того, щоб знову побути в гостях у Целана, то я дуже сумнівався, що виникне знову щось нове. Так, але воно виникнуло. Я знову відкрив для себе деякі абсолютно приголомшливі речі, і, власне кажучи, так і народився мій есей до цієї книжки. От ваше перше знайомство було через переклади Пауля Целана українською, але ви маєте ще велику перевагу, ви перфектно знаєте німецьку мову, відповідно, ви можете читати Целана німецькою мовою, і окрім того, що читаєте не лише Целана, але й багато іншої німецькомовної літератури, самі пишете літературу, ви можете порівнювати, можете аналізувати. І моє питання до вас, якою є ваша сучасна рецепція Целана? Як ви його сприймаєте? Через призму його творчості, чи радше через його біографічний шлях? Як ви його взагалі для себе конкретизуєте, сприймаєте? Я думаю, це Пауль Целан – це той випадок, коли це дуже нелегко відокремлювати, себто відокремлювати якісь мотиви біографічні
від суто текстів, залишених цим автором. Але є інша грань Селановського обдарування, його дуже своєрідна поетична стилістика, його своєрідний герметизм. Тобто, якщо хтось сподівається, що буде читати вірші Целана і паралельно дізнаватися про його біографію, то він помиляється. Це ніби два речі, ще, які треба студіювати. Пам'ятаючи про те, що в суті своїй вони нерозривно між собою пов'язані. От. Я ніколи ще не наважувався, попри своє знання німецької, не наважувався засісти за переклади його віршів. З одного боку, тому що, мабуть, на щастя, ми маємо фактично повного Целана в українських перекладах, і тут не можна не згадати Петра Рихла. От. І крім того, уже з сучасних українських поетів чимало доклався до його спадщини Сергій Жадан. Ось, але мені йдеться навіть не про якусь там конкуренцію між перекладачами. Мені йдеться про те, що я до кінця не знаю своїх можливостей у перекладанні саме такого, такого поета, як Пауль Целан. Його світ поетичний мені здається, попри всю пластику, виразність, в той же час дуже і дуже шифрований, так, затемнений. Це, безумовно, є продовженням тієї лінії в німецькій поезії, чи в німецьких поезіях різних часів, які десь там починаються, може, не починаються, але які представлені Гельдерліном, які представлені Стефаном Георге, Рільке. Але Целан у цьому ряду цілком особливий через те, що в його випадку це переломлюється через трагедію його народу, так? Це через Голокост. І, власне кажучи, ось таким десь я його бачу. Так? Тобто, з одного боку, це оця герметична і лінгвістична традиція високої німецькомовної поезії різних часів, а з іншого боку, це безумовний акцент цього величезного геноциду, цього злочину проти людяності. Ну, і маю ще питання стосовно самої творчості Целана в контексті якихось часових більших проміжків. Йдеться про те, чи вважаєте ви Целана сучасним поетом? Чи можна взагалі стосовно Целана використовувати критерії часу? Чи це поет поза часом? Я все-таки думаю, що можна і треба його розташовувати в часі, тому що це буде трошки продовженням моєї попередньої відповіді. Целан як великий поет, це жорстока правда, Целан як великий поет не відбувся без трагедії Голокосту. І помістити його в певній такій позачасовій капсулі, де нічого цього немає, де немає прив'язки до цієї трагедії, мені здається, було б дуже несправедливо. І, напевно, він би сам із таким означенням не погодився, хоча загалом поетам приємно чути про позачасовість їхню. Так? Поети воліють бути поетами всіх часів, а не лише якоїсь однієї епохи. От. Але в той же час, я думаю, це не суперечить тому, що ми будемо розкривати його книжки, гортати його,
поетичні рядки, сторінки з його поетичними рядками, і будемо до нього повертатися і читати, і перечитувати, і відкривати щоразу щось нове, і будуть з'являтися нові переклади всіма можливими мовами цього світу. Ну тому що тут знову прив'яжемо до часу. Целан – одна з найбільших поетичних постатей ХХ століття. Ось ми змушені це 20-те намалювати, і в той же час він ніколи не перестане бути в усіх прийдешніх десятиліттях і століттях не перестане бути великим і потрібним поетом. Пропоную і нам погортати сторінки не книжки Целана, а книжки про Целана. Антологія вміщує 14 есеїв. Це 7 есеїв німецьких авторів і 7 есеїв українських. Я рада тому, що в цій книжці є ваш текст. Ви, власне, були нашим першим резидентом, який приїхав в Чернівці у липні 2020 року починати роботу над його написанням. Ось тепер ми його маємо під назвою «Садгора Михайлівка. Фуга смерті». І просила би вас прочитати якісь уривки із есею, можливо, трошки більше розповісти. Ну, хоча б насправді зрозуміло, чому ця назва, чому Садгора, чому Михайлівка, чому Фуга смерті. Але тут важливо є ваша рецепція, чому ви для себе це обрали і чому ви розповідаєте саме про це. Я думаю, що з якихось уривків із можливо, есею, це стане так зрозуміліше вже просто після того, як я так прочитаю кілька сторінок. Уперше в житті я опинився в Чернівцях у ніч із 8 на 9 травня 1983 року. Попри колосальну часову віддаленість, помилки бути не може. Це був початок моєї примусової військової повинності, а такі дати не забуваються. До того ж, 8 травня, неділя, випало на Великдень, що підсилювало драматичні ефекти від прощання, а краще сказати – розриву з рідними. Прощання з рідними – один із лейтмотивів цього тексту, бо так уже вийшло. Артилерійський полк, де я разом із групою інших рекрутів провів кілька нічних годин в очікуванні невідомого військового майбутнього, нині, як подає Вікімапія, заброшений неіспользуємий об'єкт, причому ледь не в історичному центрі міста. Від цієї інформації я навіть відчуваю легку зловтіху. Добре, що місце, в якому починалися мої погані часи, нині аж так принижено. З іншого боку, усвідомлення того, що тієї ночі я протягом кількох тьмяних годин, пролежаних на підлозі спортзалу в артилерійському полку, перебував, сам того не відаючи, аж так близько до самої серцевини великого поетичного міту, сповнює мене особливою вдячністю. Добре, що була та ніч і був той артполк. 9 травня в день мене у складі меншої групи таких самих невдах перекинули до передмістя з мальовничою назвою «Садгора», де надалі мені призначено було відбувати службу, а точніше, перші її півроку в мотострілецькій учебці. Невдахами я назвав нас не просто так. Недобра слава про це пекло на землі ширилася далеко поза мури військової частини. «Хто пройшов Садгору, виживе і в Бухенвальді», – вістила популярна солдатська приказка. Безіменному авторові навряд чи спадало на думку, що насправді між двома географічними назвами значно більше конотацій і значно жахніших. Тобто зв'язок між Садгорою і умовним Бухенвальдом насправді значно давніший і значно жорстокіший. Колись, через багато років після служби у війську, в іншому житті та світі, я написав про Садгору, що провмирав там 6 найжахніших місяців. Такого слова «провмирати» в мові немає, це семантичний дисонанс. Можна вмирати, а можна і прожити. Провмирати – щось таке, ніби жити з дня на день умираючи, але не вмерти. Хоч і це пояснення не цілком точне. Вмирати у нашому садгірському сенсі означало мучитися, страждати,
Саме тому сержанти й офіцери з першого дня нашого потрапляння до Садгірського пекла підбадьорювали нас однією і тією самою порадою – вішайся. Умираєш – вішайся. Який це могло мати стосунок до обороноздатності держави, я досі не вловлюю. Зацитую ще з того ж давнішого тексту. Усе, що я здобув за півроку в Садгорі, було, крім двох личок, свіжо заросла тріщина у правій нозі, великі й менші ссадна на обидвох долонях зі стійкою тенденцією до незаживання, цементний пил, що забився в усі можливі пори і вже з них не вимивався, а також слова патріотичної пісні «Ми від солдата і до маршала одна сім'я, одна сім'я». Ну так. І вірусний гепатит типу Б. Але чи не найбільше закарбувалося в пам'яті безглузде відчищання дощаної підлоги у спальному приміщенні нашої роти уламками битого скла і зламаними лезами для гоління? Протягом дня підлога встигала почорніти від наших густо нашмірованих чобіт, і вночі нас примушували всю ту чорноту зі шкрепти, аби назавтра знову було що забруднювати. Сержанти формулювали перспективу надзвичайно просто. Швидше закінчимо, швидше відіб'ємося. Закінчимо о другій, ляжемо о другій. Закінчимо о п'ятій, відповідно о п'ятій ляжемо. Згодом це вилізе мені написаним також уже в новому житті після військової служби віршем «Касарня», що його наведу повністю. Ми навіть її не бачимо і не знаємо, яка вона. Адже вдосвіта вибігаємо з неї і повертаємось, коли споночіє. Певно, вона мурована. Ще й досі в ній пахне людським потом і сіном зі стаєнь гусарського регіменту. Здається, має кам'яні сходи, а коли ми шкребемо її безкінечно чорну підлогу відламками шкла і тупими бритвами, то, здається, шкребемо спину великого кита, вгрузлого в мілину. У листопадовій пітьмі шостої ранку лунає сурма побудки, розлучивши кожного з його нічними дівчатами, і під хрипкі погрози капралів друга чота зіскакує на голови першій. Ми ніяк не можемо розтулити очей і руки. Все ще тягнуться за дівчатами, які відпливають. І так починається день. Рядки з 8 по 11 саме про це. Підлога безкінечно чорна, як великий кит на мілині. В цьому вірші немає «я». В ньому «ми» – солдатська знеосіблена маса. Інтегральною часткою тої маси був такий собі «я». Той, що від травня до листопада 1983 року ледь не щоночі зішкрібав гуталінову чорноту з дощаної підлоги. 37 років потому зі мною трапляється ось що. На шляху до Садгірської синагоги ми проїздимо повз рештки переважно недоруйновані моєї учебки. Її, як і артилерійський полк у Чернівцях, виявляється, свого часу ліквідували. Принагідно я дізнаюся від супровідника, що коли зносили садгірські казарми, під дощаним настилом підлоги відкрилися покладені горизонтально мацеви – юдейські нагробні плити. Колись їх позвозили з розташованого неподалік Садгірського цвинтаря і використали на будівництві наших казарм. Комусь це здалося прагматичним і, може, навіть дотепним рішенням. Коли ми шкребли ту прокляту смертючу підлогу, ми навіть і не здогадувалися, що якимось одним сантиметром нижче поховано цілий світ. Мацеви – незвичайні нагробки. В юдейській традиції кожен нагробок є святинею, а кожен цвинтар – святою землею. Юдеї смертоцентричні, і все, що має стосунок до смерті, для них набуває святості.
Сплюндрувати енну кількість могил задля будівництва казарм на Мацевах поза межею блюзнірства. Коли я, чи то уламком битого скла, чи зламаним лезом, зішкрібав липке і чорне нашарування бруду з дощиної підлоги, я про садгірських хасидів не здогадувався. Але про чернівецького цилана знав. Думаю, на цьому є сенс зупинитися. Дякую, Юрію, вам за авторське виконання. Дякую. Друзі, я вас запрошую прочитати повний текст цього есею із книги Паульса Ланцто, яку ми виклали у мережу у вільному доступі, і її можна переглянути, перечитати як українською, так і німецькою мовою, власне, есею, як українською, так і німецькою мовою на сайті літературного Целанівського центру, посилання на яке буде під цим відео. Запрошую вас до читання. Юрій, я вам дуже дякую за участь в проєкті «Загалом» і дякую за цей текст, зокрема. Також дякую Культурштифтунг дес Бундес, німецькому культурному фонду за підтримку «Загалом» цього проєкту, який ось уже слідує до свого завершення. Спасибі вам. Дякую, що ви запросили мене знову побувати у Цилана, наблизитися трошки до його абсолютно унікального поетичного світу. І дякуємо вам за увагу. So, das war Юрій Андрухович. Und sein Text zum Paul Celan. Wichtiger Hinweis, auf Ukrainisch sagen wir Paul Celan. Deswegen auch im Video hat Juri Andrukowitsch mehrmals Paul Celan gesagt. Ich selber sage auch manchmal, wenn auch auf Deutsch nicht Paul Celan, sondern Paul Celan, nicht weil ich nicht weiß, wie sein Name richtig ausgesprochen werden muss, sondern weil es ja eben im Ukrainischen Paul Celan klingt. Ich würde dann vorschlagen, wir kommen jetzt gleich zum Max Czolek und hören uns seinen Text an und auch unser Gespräch mit Max. Ich mache jetzt gleich das an. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Evgenia Lopate. Ich bin die Leiterin des Projektes Paul Celan Literaturtagen 2020. Im Rahmen dieses Projektes befinde ich mich heute in Berlin und mache das Interview mit Max Czolek. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Der Anlass unseres Treffens und unseres Gesprächs ist nämlich das frisch veröffentlichte Buch Paul Celan 100, eine deutsch-ukrainische Anthologie mit den Texten von zeitgenössischen deutschen und ukrainischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen zur Person Paul Celans und zu seinem Werk. So rede ich heute mit Max über seinen Text, der auch in diesem Buch vorgestellt ist. Bevor wir anfangen, möchte ich ganz gerne meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen. Max Czolek, geboren 1987 in Berlin, lebt hier auch. Studium Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin sowie Promotion am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Ist Mitglied des Lyrik-Kollektivs G13. Hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht, schreibt auch Essays, arbeitete im Maxim Gorki Theater in Berlin und hat natürlich viele Auszeichnungen. Und seine letzte Veröffentlichung sind die Essays Desintegriert euch 2018 sowie Gegenwartsbewältigung 2020 im Karl Hanser Verlag. Und heute reden wir zum Text veröffentlicht in diesem Buch. Ich freue mich riesig, dass du deinen Beitrag zu dieser Ausgabe geleistet hast. Bevor wir wahrscheinlich zum Text näher kommen, möchte ich dich fragen, weil du über Paul Celan geschrieben hast und auch sich mit ihm auseinandergesetzt hast. Wie war deine Bekanntschaft mit diesem Dichter? Wie ist es passiert? Wie hast du für sich Paul Celan entdeckt als deutschsprachiger jüdischer Dichter des 20. Jahrhunderts? Tja, ich glaube, es gibt so Menschen, die trifft man, die lernt man immer wieder neu kennen, oder? Manche Menschen trifft man einmal und dann hat man schon genug. Und andere muss man häufiger treffen und es wird immer wieder neu und man sieht immer wieder neue Dinge in den Menschen. Und so geht es mir mit Paul Celan. Celan habe ich
wie, glaube ich, viele Menschen in der Schule als erstes gelernt. Ich war, da muss ich sagen, wo wir uns befinden, im Innenhof der Schwarzkopf-Stiftung in der Sophienstraße. Und hier direkt dahinter ist die jüdische Schule in Berlin. Die wurde 1993 gegründet, dann bin ich eingeschult worden und war 13 Jahre auf dieser Schule. Und da haben wir natürlich auch Gedichte von Paul Celan behandelt oder die waren Thema. Celan natürlich da auch ein ganz wichtiger Dichter des Holocaust, der jüdischen Perspektive auf die Vernichtung und so weiter. Und dann bin ich auf einer Reise von Istanbul zurück nach Berlin über den Landweg durch Bulgarien, Rumänien, Westukraine und Polen das erste Mal nach Czernowitz gekommen. Und es war Ende Januar, es war unfassbar lausekalt, es waren, glaube ich, minus 20 Grad oder so. Wir waren gerade auf der rumänischen Seite gewesen und hatten da die bemalten Kirchen uns angeguckt und sind dann rüber in die Bukowina. Und da war ich in Czernowitz und habe da diesen beeindruckenden jüdischen Friedhof, der im Schnee im Winter nochmal, finde ich, nochmal ganz besonders aussieht, gesehen. Und da natürlich auch die Spuren von Paul Celan, das jüdische Kulturhaus, die Lebendigkeit von Paul Celan. Die ja nur eine von vielen ist, Itzig Manga, große Ausländer und so. Und ich glaube, diese Lebendigkeit, diesen Ort zu sehen, war für mich wie ein neues Kennenlernen, ein neues Treffen mit Paul Celan. Czernowitz war da auch ein besonderer Ort, weil als ich dann nach Lemberg kam und da überhaupt keine Spuren mehr sichtbar waren von dieser Geschichte, hatte ich das Gefühl, ich bin innerhalb von wenigen Stunden zwischen Stille ins Schweigen gefahren. Also zwischen dem der Stille, die einfach herrscht, wenn niemand mehr da ist, und dem Schweigen, was nah ist am Verschweigen, am nicht mehr drüber reden. Und ich fand Czernowitz schon immer den angenehmeren Ort. Und 2013 bin ich dann, das war, glaube ich, ein oder zwei Jahre später, nach dieser Reise bei euch vorbeigekommen. Das war ein Übersetzungsworkshop mit André Lubka damals. Und wir haben Gedichte übersetzt. Du warst damals unsere deutsche Übersetzerin, genau. Hast du noch nicht fürs Festival direkt als Leiterin gearbeitet. Und das war nochmal ein neuer Moment, nochmal sozusagen Dichtung als Gegenwarts- und lebendige Dichtung in der Ukraine kennenzulernen und auch das, was in Czernowitz, Bukowina war, auch abzugleichen mit einer Gegenwart, die ja ungleich westukrainischer ist als früher. Ja, früher war das Österreich-Ungarn, die ja Leute haben Deutsch gesprochen und so. Es gibt immer noch einen großen deutschen Lehrstuhl da, aber eben auch eine sehr starke und aktive ukrainische Kulturszene. Und das war nochmal ein neuer Moment, den ich toll fand und wo ich, glaube ich, über euch auch nochmal eine neue Begegnung erlebt habe, natürlich auch noch bevor das Celan Kulturhaus entstanden ist. Und das war ja erst wann? Vor 5 Jahren? 2013 haben wir es eröffnet. 13. Und dann, genau, ja. Dann haben wir es renoviert und dann funktioniert seit 2015 schon sehr aktiv, also bis jetzt. Ohne Pausen. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum ich immer wieder zurückgehe, mich mit Celan zu beschäftigen, ist sicher auch, dass ihr mir immer mal wieder eine E-Mail schreibt und sagt, wir machen wieder was zu Celan. Max, mach mal bitte auch was zu Celan. Und dann überlege ich mir, welche Gedanken, weil Celan ist ein Typ, der begegnet mir einfach immer wieder, welche Gedanken, welche Dinge mir sozusagen in den letzten Jahren wieder neu begegnet sind und schreibe die dann für euch auf in einem Essay wie diesem. Kauf dieses Buch. Ja, genau. Also das, was du gesagt hast, dass wir immer wieder was zum Celan machen, das ist ja halt in der Tat so, auch am Festival in Czernowitz machen wir jedes Jahr Veranstaltungen zu ihm. Also der ist schon so tief in unserem Festival, das Festival selbst ist auch ihm gewidmet, weil wir halt auch nach sehr vielen Jahren Schweigens in Czernowitz wieder Gedichte haben, und zwar auch verschiedene Sprachen und Deutsch. Und ich finde es auch ganz toll, dass man durch das Festival seine persönliche entdecken kann, auch was das ukrainische Publikum angeht, weil wenn wir am Festival so eine Menge deutschsprachigen Touristen haben, ist es halt schon klar, die kommen in die Stadt von Paul Celan, so dass, wie du sagst, dass es für dich ein Erlebnis war, wenn du da schon vor Ort bist. Und natürlich bei den ukrainischen Besuchern und Besuchern des Festivals geht es uns darum, dass wir Paul Celan diesen Leuten neu entdecken, also beziehungsweise überhaupt und zeigen. Ist Celan ukrainisch für dich, wenn ich fragen darf? Oder was an Celan ist ukrainisch für dich? Ja, ich würde mal sagen, so wirklich mit der Ukraine
hat er wenig zu tun, ne? Weil es gibt eine schöne Geschichte hier in diesem Buch von Klaus Reichert, der erzählt, als Paul Celan in Frankfurt war, er hatte einen Termin mit Klaus Reichert und dann nach 2 Flaschen Whisky musste Celan zurück zum Hotel und dann hat Klaus Reichert ihn begleitet und die waren auf dem Weg und haben die Fahne von FDP gesehen, die waren blau-gelb und da hat Celan sich erschrocken und hat gesagt, das ist die Fahne von ukrainischen Faschisten. Und das heißt, auch davon kann man ausgehen, also die Ukraine selbst ja, existierte als Land damals noch nicht. Also klar, es gab schon Bewegungen, aber heute, ja, diese Verbindung mit Czernowitz, die jetzt heute zur Ukraine gehört. Und Celan, also meine Begegnung mit ihm war auch in den Schuljahren, und zwar im Lehrbuch von Weltliteratur. Und da stand der Paul Celan, also ist ein deutscher Schriftsteller, Geburtsort Czernowitz. Und ich dachte mir, na okay, ich bin jetzt mal auch hier geboren und ist halt irgendwie deutscher Dichter, wieso ist es nicht ukrainischer Dichter? Ja. Und uns war natürlich das auch ganz wichtig, der Ukraine ihn zu entdecken. Mhm. Und das hat natürlich ganz viel Petro Rychl gemacht, der schon in diesem Jahr, also im vorigen Jahr 2020, eigentlich alle seine Lyrikbände ins Ukrainische übersetzt hat. Und davor war Celan nicht übersetzt? Also teils. Aber nicht. Nein, da hatten Anfang des Jahrhunderts angefangen, seine Werke ins Ukrainische zu übersetzen. Und das war der große Plan bis 2020, bis zum 100. Jubiläum, alle Werke übersetzen. Und hat er geschafft? Hat geschafft, genau. Dann haben wir so viele Bücher, alles übersetzt, dann können die Leute das halt lesen und auch in der Übersetzung die Gedichte entdecken. Ich finde es ganz toll. Und das, was wir machen, ist ja auch, wir lenken die Aufmerksamkeit auf ihn und sagen, ja, hallo, der ist hier geboren. Also der gehört auch zu uns und der ist so eine Person, der die Brücke zwischen uns und zwischen dem deutschsprachigen Raum baut. Ja. Und eben auf diesem literarischen Erbe können wir auch die neuen Kontakte knüpfen und einen zeitgenössischen Kulturdialog weiterführen. Das finde ich auch bei ihm ganz wichtig, dass er uns, also unsere Länder und unsere Gesellschaft irgendwie außerhalb der Zeit so verbunden hat und dass wir immer den Anlass haben, über ihn zu reden und so auf diesem Wege auch einander zu entdecken. Und dann warst du, glaube ich, noch einmal in Czernowitz, dann am späteren Festivals. Schade, dass nicht dieses, also nicht 2020 wegen der Pandemie. So viele Dinge sind schade an 2020, ja. Ich war, glaube ich, also mindestens zweimal noch da, weil ja auch einmal mit Babel spricht, diesem Lyrikprojekt. Da habe ich mich ja eingeladen und Leute mitgebracht. Und zweimal habt ihr mich noch eingeladen. Ja, es war toll, weil du hast im Festival die Kollegen aus dem Bereich mitgenommen und dann könnten die auch ukrainische Kollegen kennenlernen. Und ich finde es immer noch toll, dass man diese Übersetzungen findet von den ukrainischen Autoren, gemacht von den deutschen Autoren. Und das ist auch... im Prinzip war das Paul Celan, der uns verbindet hat und der uns die Möglichkeit gibt, sich wieder zu treffen. Ja. Dadurch, dass du mehrmals in Czernowitz warst, war es für dich auch einfacher, wahrscheinlich den Text zu schreiben, wenn du Bescheid weißt, was war die Stadt, die ihn als Mensch geformt hat. Und dann kommt dieser Text mit dem Titel Die doppelt belichtete Sprache, Paul Celan und das Deutsche Vergessen. Würdest du mal erzählen, warum du diesen Titel ausgewählt hast und worum es im Text im Prinzip geht? Ja. Eine Sache, die mich in den letzten Jahren, nee, es stimmt nicht, eine Sache, die mich, glaube ich, interessiert, seit ich Lyrikbände, seit ich Gedichte veröffentliche, ist, dass wir eine Sprache benutzen, die eine lange Geschichte hat. Und das ist erstmal eine banale Aussage, jede Sprache hat eine lange Geschichte. Aber diese deutsche Sprache ist eine, die schon noch im letzten Jahrhundert eine war, mit der Menschen ermordet, deportiert, umgebracht, ausgebeutet, ausgegrenzt und so weiter wurden. Und eine der zentralen Krisen von Paul Celans Schreiben dreht sich genau um diese Frage. Paul Celan hat wahrscheinlich nie selber von der Mutter- und Mördersprache gesprochen, aber es ist doch das, worum es Celan ganz grundlegend geht. Und zwar, dass dir die Sprache, in der du schreibst, gleichzeitig wie ein Schwert oder wie ein Messer durch den Kopf schneidet und ihn zerteilt. Du benutzt die Sprache derjenigen, die dich umgebracht haben oder die in Celans Fall seine Mutter und seinen Vater umgebracht haben. Und ich glaube, das ist konstitutiv für Celans Schreiben. Es geht grundlegend um diese Erfahrung. Und nun sehen wir in Deutschland nach 1945, ab den 60er Jahren nochmal verstärkt,
Auf welche Weise jüdische Lyriker und Lyrikerinnen wie Paul Celan oder Nelly Sachs oder auch Rosa Ausländer intensiv in Deutschland wahrgenommen und rezipiert werden und dabei völlig verharmlost. Man spricht über Paul Celans Lyrik als enigmatisch, als abgeschlossen und hermetisch. Man kann nicht verstehen, worüber er schreibt. Das Gleiche gilt Nelly Sachs, würde man sagen, das ist eine versöhnliche Lyrikerin. Die spricht nicht von den Tätern, die ist nicht voller Wut, sondern sie ist versöhnlich. Ich glaube, bei all diesen Dingen lernen wir sehr viel darüber, wie sich eine deutsche Öffentlichkeit nach 45 ihre jüdischen Dichter wünscht und Dichterinnen. Wir lernen nicht viel über diese Dichter und Dichterinnen selber. Und mich hat interessiert, in diesem Essay noch mal stärker zu machen, wer Paul Celan eigentlich war und welche Themen Paul Celan eigentlich interessiert haben. Und anhand eines historischen Beispiels, nämlich der Begegnung von Paul Celan und Martin Heidegger, einem deutschen Philosophen, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat, der selber Nazi war, nochmal offenzulegen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Sprache und die Wahrnehmung von Gegenwart auf der deutschen und auf der jüdischen Seite stattgefunden hat. Und dafür dient mir dann dieses Bild der doppelt belichteten Sprache bei Celan, der immer sagen würde, wir sehen etwas in der Gegenwart, aber diese Gegenwart erinnert uns an eine Vergangenheit. Und bei Celan ist das konstitutiv, das spielt immer eine Rolle. Während Heidegger jemand wäre, der sieht nur die Gegenwart. Und zwar, weil er die Vergangenheit nicht mehr sehen möchte. Und das ist das deutsche Vergessen. Okay. Würdest du mal aus dem Text was vorlesen? Ja, gerne. Genau, ich überlege so ein bisschen, wo ich einsteige. Ich glaube, ich lasse den ersten Teil weg und steige direkt also es gibt hier zwei Reisen von Celan. Eine nach Niendorf zu Treffen der Gruppe 47 1952. Ein berühmtes Treffen, bei dem Celan ausgelacht wurde für die Todesfuge, einem seiner bekanntesten Gedichte. Wurde gesagt, er rezitiert dieses Gedicht und es klingt wie Goebbels oder wie Singsang in der Synagoge, also durchaus auch antisemitische Anschuldigungen. Und ich lese jetzt vielleicht einen zweiten Teil, nämlich 15 Jahre danach, das Zusammentreffen mit Martin Heidegger. 15 Jahre nach den Ereignissen in Niendorf kehrte Paul Celan neuerlich nach Deutschland zurück. Auf Einladung der Universität Freiburg besuchte der mittlerweile bekannte Dichter die Stadt für eine Lesung aus seinem gerade erschienenen Gedichtband Atemwende. Der Andrang zur Veranstaltung am 24. Juli 1967 war derart groß, dass weitere Hörsäle geöffnet werden mussten, um das heranströmende Publikum aufzunehmen. Kurz nachdem die Veranstaltung begonnen hatte, schritt Martin Heidegger mitsamt seiner Frau Elfriede durch den Hörsaal und setzte sich in die erste Reihe. Nachdem Celan die Lesung seiner Gedichte beendet hatte und von der Bühne hinabgestiegen war, erwartete der Philosoph ihn schon und wollte ein Gespräch beginnen. Der Dichter aber wandte sich zunächst ab und lief hinaus. Im Foyer der Universität holte Heidegger Celan ein und schlug vor, den folgenden Tag auf Heideggers Berghütte in Todtnauberg zu verbringen. Während des kurzen Gesprächs brachten sich PressefotografInnen in Position und baten die beiden, für ein gemeinsames Bild in die Kamera zu schauen. Aber Celan machte deutlich, dass er kein Foto mit dem vormaligen Anwärter auf den Posten des Haus- und Hofphilosophen der Nazis und weiterhin hochgeehrten Vertreter der VerdrängerInnen, VerharmloserInnen und VerschweigerInnen nach 45 wünschte. Heidegger suchte daraufhin brüskiert das Weite. Die Kränkung kann aber so schlimm nicht gewesen sein, denn am kommenden Tag begaben sich die beiden dennoch auf den gemeinsamen Ausflug in den Schwarzwald. Danach schrieb Celan folgendes Gedicht. Das ist jetzt Celan. Todtnauberg heißt der Text. Anika, Augentrost, der Trunk aus dem Brunnen mit dem Sternwürfel drauf. In der Hütte, die in das Buch, dessen Namen nahm's auf vor dem Main, die in dies Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute auf eines denkenden kommenden Wortes im Herzen, Waldwassen, uneingeebnet, Orchis und Orchis einzeln, Krudes, später im Fahren, deutlich, der uns fährt, der Mensch, der es mit anhört, die halb beschrittenen Knüppelpfade im Hochmoor, feuchtes, viel. Die verwendeten Sprachbilder wirken wie doppelt belichtet. So bedeutet Anika auf Deutsch Augentrost
könnte vom lyrischen Ich also vielleicht als chlorophyllhaltiges Taschentuch auf die tränenden Augen gedrückt werden. In der Botanik bezeichnet Anika aber auch eine gelbe, sternförmige Blumenart, was sicher nicht zufällig jene gelben Sterne ins Gedächtnis ruft, die Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus tragen mussten. Die Knüppelpfade, die in einer früheren Version des Gedichtes hieß es noch Wege, scheint zunächst auf einen Wanderweg zu verweisen. Aber gleichzeitig rufen sie auch die Praxis der Knüppelwege in den KZs auf, bei denen die Insassen durch ein Spalier aus AufseherInnen laufen mussten, die auf sie einschlugen und sie nicht selten zu Tode prügelten. Selbst wenn ich annehme, neben Heideggers Hütte wäre wirklich Anika gewachsen und die beiden wären wirklich auf Knüppelpfaden durch den Schwarzwald gelaufen, bliebe doch die Überblendung von erlebter Gegenwart und gewaltvoller Vergangenheit. Der sprachlich gefasste Augenblick tritt so in einen Dialog mit der Gewalt, die unauflösbar mit der Sprache und der Wahrnehmung des lyrischen Ichs verbunden scheint. In seinem Gedicht Todtner Berg verwendete Celan diese Technik beileibe nicht zum ersten Mal. Bereits 7 Jahre zuvor hatte er in seiner berühmt gewordenen Rede anlässlich der Verleihung des Büchner-Preises darauf verwiesen, dass jedem Gedicht sein 20. Januar eingeschrieben bleibt. Damit bezog sich der Dichter einerseits auf den Beginn von Georg Büchners Lenz, was das Publikum an jenem 22. Oktober 1960 anlässlich des nach Büchner benannten Preises wohl kaum überraschte. Aber Celan ging es um noch etwas anderes, denn mit der Nennung des 20. Januar verwies der Dichter auch auf das Jahr 1942 und damit das Datum der Wannsee-Konferenz, die als Ausgangspunkt für die Deportation der jüdischen Bevölkerung in den von Deutschland besetzten Gebieten in die Vernichtungslager gilt. In seiner Rede kam Celan zu folgendem bemerkenswerten poetologischen Schluss. Zitat, vielleicht ist das Neue an den Gedichten, die heute geschrieben werden, gerade dies, dass hier am deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu bleiben. Womit wir wieder beim Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind, jener Teil, den ich eben nicht vorgelesen habe, nämlich bei Adornos Diktum von 1949, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch. Mit Celan lässt sich diese Aussage besser verstehen, wenn man sie nicht als Verbot, sondern als Beschreibung der ästhetischen Konsequenzen des Nationalsozialismus auf die Literatur versteht. Ist es möglich, nach der Shoah noch ein Gedicht zu schreiben, das nicht von Auschwitz spricht? Celans Poetik ist ein Beispiel dafür, wie eine Dichtung vorgehen kann, die sich bewusst ist, auf welche Weise sich das 20. Jahrhundert dieser Sprache eingeschrieben hat, einer Sprache, die sowohl die Sprache seiner Eltern als auch ihrer MörderInnen war. Mit der Gruppe 47 habe ich aber auch gezeigt, dass eine Antwort auf die Frage Adornos nicht von allen gleichermaßen gesucht wurde und wird. Viele Autorinnen, KritikerInnen und RezipientInnen beharren bis in die Gegenwart auf dem Standpunkt, Sprache habe mit der Vergangenheit nichts zu tun oder, eleganter formuliert, Sprache sei neutral, es seien lediglich die SprecherInnen und ihre Intentionen, die mit und durch Sprache Gewalt ausüben. Vielen Dank. Wer Interesse hätte, den ganzen Text zu lesen, kann das auf der offiziellen Seite des Paulzinner Literaturzentrums machen. Das Buch ist eben online frei zum Lesen zugänglich. Den Link schreiben wir dann unter diesem Video. Dann lade ich ganz herzlich zum Lesen ein, sowohl auf Deutsch als auch in ukrainischer Übersetzung existiert schon diesen Text. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Projekt, das wir zusammen dem Paulzinner gewidmet machen. Ich bin mir sicher, Porzellan lebt ewig, wir leben ewig und ich glaube, wir sehen uns alle in Tschernowitz hoffentlich wieder. Hoffentlich. Ich freue mich auch auf die zukünftige Treffen und auch auf deine eigenen Texte, nicht nur zum Celan, sondern auch, ich lese ganz gerne deine Bücher, deine Essays und natürlich auch vor allem die Gedichte, die ich mal Glück hatte mit zu übersetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und danke auch auf diesem Wege der Kulturstiftung des Bundes für die Förderung dieses Projektes und wie gesagt, lade ganz herzlich zum Lesen dieses Buches ein und nicht nur den Text von Marx, sondern auch von vielen anderen Autoren, die ihre Beiträge geleistet haben, um unsere aktuelle Rezeption Paul Celans in schriftlicher Form für die nächsten Generationen zu lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Jenia. Slava. Danke.
Wie man merkt, wir waren tatsächlich in der Schwarzkopf-Stiftung genau vor einiger Zeit und haben mit Max zusammen dieses Interview gemacht und auch mit Juri. Es war eine lange Reise durch die Ukraine und durch Deutschland, auf der wir diese Gespräche geführt haben und aufgenommen haben. Ich lade ganz herzlich in den nächsten Tagen zu den weiteren Veranstaltungen mit der Präsentation des Buches mit den anderen Autoren eben am 5. Juni mit Andriy Lubko und Katerina Kalytko, zwei ukrainischen Autorinnen, und dann am 10. mit Oksana Zabushko und Alexandru Buluc, am 11. Mit Nora Bosson und Serhi Jadan, und dann kommt noch eine Veranstaltung mit Klaus Reicher, den ich heute im Gespräch erwähnt habe, und mit Igor Pomerantsev und Tanja Malerchuk. Ich schaue jetzt mal gleich im Chat, ob es Fragen gibt. Genau. So, das war Chat. Ich lese dann das über das H. Aha, okay, das war Leonie. Gut, und das war der Link. Sehr gut. Also wir haben den Link zu diesem Buch online im Chat geschickt, sodass Sie jederzeit auf die Website des Zentrums gehen können und die Texte lesen können. Ansonsten, ich hoffe, dass wir mit dieser Veranstaltung Sie bewegt haben, sich mit den Texten vertraut zu machen. Glauben Sie mir, es ist eine wunderbare Arbeit von den Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die diese Texte geschrieben haben, jeder von auf einzigartige Art und Weise. Was aber alle diese Texte verbindet, ist der Paul Celan. Und ich freue mich, dass er uns auch an diesem Abend verbunden hat. Im Endeffekt werden alle diese Interviews auch auf der YouTube-Seite des Paul Celan Literaturzentrums zu finden sein, sodass man diese nochmals anschauen kann, den Freunden schicken. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Kulturstiftung des Bundes, dass wir dieses Material sammeln durften und dass wir diese Ausgabe machen durften zum 100. Jubiläum von Paul Celan. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, dass Sie heute Abend mit uns waren. Und herzlicher Dank der Schwarzkopf-Stiftung für diesen tollen Abend. Und auf diesem Weg übergebe ich ganz gerne das Wort an Leonie. Vielen lieben Dank, Evgenia. Herzlichen Dank. Es war wunderbar, dass du heute Abend hier warst. Es war uns eine große Freude. Auch ans Publikum ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute Abend hier waren. Ich wünsche uns allen noch einen wunderbaren Abend. Bis bald hoffentlich, Evgenia. Und noch viel Erfolg auch bei der Lesereise. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Schönen Abend noch. Bleiben Sie gesund.